Weiter oben, in der Kälte der Wand, auf sich allein gestellt, streben die Bergsteiger dem Gipfel entgegen, der noch in weiter Ferne liegt. Kameramann Thomas Ulrich, gesichert von zwei Bergführern und ausgerüstet mit modernstem Material, klettert neben Stefan und Michal, um sie zu filmen. Michal schlägt quer über das Eisfeld, Stufe um Stufe, so wie es schon die Erstbegeher vor 64 Jahren getan haben. Gegen Nachmittag türmen sich Wolken vor dem Eiger auf. Die Verhältnisse in der Wand bleiben stabil und die Kletterer kommen gut voran. Nach gut 8 Stunden kommen sie in die sogenannte Rampe. Erdkuppe. Rucksack abgezogen, oder? Aha. Ja, ja. Du hast gesagt, hat, oder? Vorstiege habe ich kennengelernt. Du kannst hier oben Pause machen, nicht zu heute, ist der Vorstiege, weil es nicht streng ist. Im Sack. Ehrlich? Jawohl. Haben wir das nachher? Bei uns hängen oder verlängern? Jetzt fast. Der Schuh verloren. Ich muss sagen. Ja, 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 locker. Rucksack. Ein bisschen um die Kante. Das ist die richtige Lage. Ja, ich hätte gern etwas. Achtung, Steff. Sorry. Neben dem Seil des gesicherten Kameramannes klettert Michal mit seinem alten Material weiter. Hallo? Stefan hat seit dem zweiten Eisfeld Probleme. Nach dem zweiten Eisfeld ist mir der linke Fuß fast abgefallen, weil man muss wissen, dass die Schuhe natürlich sehr weich gebaut sind. Es tut sie durchbiegen. Und dadurch gibt es unheimlich grosse Druck auf die Fußballen und auch auf die Knöchel. Und dann kommen noch die Steigeserien oben durch mit diesen Metallringeln. Genau so ein Metallringeln hat dann immer genau auf meine Knochen gedrückt. Und das ist recht mühsam geworden. Und ich muss sagen, am zweiten Tag ist es schon besser gegangen. Am ersten Tag steigen sie bis hoch oben ans Ende der Rampe, bis unter den brüchigen Riss auf. Ja, wenn der Tag morgen noch so geht wie heute, ist doch gut, he? Sind wir zufrieden? Ja, das ist. Ja, aber dass das Wasserbalkamin so trocken ist, gesehen, he? Ja, im Prinzip ist es doch fast wie im Winter, oder? Ja. Nicht so kalt. Ja. Aber schnell ist es gar nicht mehr richtig. Ja, das ist, wenn du manchmal stehst, kannst du dich gar nicht bewegen. Ja, lang stehst. Gut geschützt vor Steinschlag bivakieren sie auf dem brüchigen Band. Die Verhältnisse sind ideal. Die Temperaturen fallen in der Nacht im Biwak nicht weit unter 0 Grad. Morgen. Ohne Kaffee?
oder läuft nicht? Schön und fein, oder? Jetzt habe ich gar nicht Hunger. Noch ein Cappuccino kann ich abtuben. Geht der Schuhlöffel da? Ja, am anderen Morgen war es einfach zuerst mal relativ schwierig, überhaupt in die harten Schuhe reinzukommen. Heutzutage nimmt man eigentlich die Schuhe in den Schlafsack, dass sie trocknen können, dass sie warm sind. Aber die Nagelschuhe hatten keinen irgendwie Bock, die in den Schlafsack reinzunehmen. Aber ich bin nicht geklagt, dass die Schuhe zu weich sind. Jetzt ist sie fast zu hart. Das ist nicht normal. Das geht. Also. Das ist aber jetzt die 3 Nummer kleiner. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt ist ein bisschen nah. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt wie ein Schraubstock. Ein spanischer Schuh, oder was ist das? Spanisches Geissenland. Oh, jetzt ist das fast gebrochen. Und da bin ich gestern mit dem Pickel noch drin. Ah. So, eine Lehre. Jetzt bin ich drin. Jetzt ist das Seil kaputt. Sehr gut, jetzt kann ich wenigstens einstehen. Die Erstbegeher haben mehr als einmal in der Wand bivakiert. Zum Teil in heulenden Stürmen. Die haben natürlich das erste Mal hier bivakiert, schon vorher, oder? Die eine ist mehr. Also das zweite Mal, das dritte Mal. Schwalbennest, dort das Bivaki, oder? Mhm. Ja, es ist etwa so wie wir, oder? Haben sie da gehockt, nur. Ich glaube, nicht den richtigen Schlafsack dabei gegangen. Er hat zwar gesagt, er hat doch Daunen gehabt. Ja, das schreiben sie, aber ich glaube, er hat mir selber gesehen, das haben sie gar nicht gehabt. Ja. Oder so Zellen oder so. So Blachen zu lachen, ja. Zum Zudecken. Die haben schon noch nicht mehr gefroren. Ja, aber die haben wahrscheinlich auch noch mehr ausgehalten. Ja, das waren noch härter als wir. Auf das brüchige Band folgt der brüchige Riss. Es ist eine der exponiertesten und schwierigsten Stellen der Nordwand. Für die Bergsteiger steigt damit auch die Spannung. Ein Sturz hier hätte kapitale Folgen. So brüchig ist der brüchige Riss gar nicht, oder? Ha! Aus Riesen da oben. Dann ist gut zurückgekommen. Ob der Griff hat es Eis gehabt. Mit den heutigen Mitteln würde man dort sputzen mit den Eishäckerchen. Dann könnte man sich an. Mit dieser langen Fahnenstange ist das nicht so gäbig gegangen. Die hat man hinter dem Rucksack gehabt. Und ja, man ist auch mal wach geworden, würde ich sagen. Ah, wie bin ich denn in den Kopf? Sorry, Michael, du musst schnell warten. Wie nägelt es? Hast du Kotzen? Die Finger war so das Problem. Es hat unheimlich genägelt. Ich konnte mich auf jeden Fall nicht erinnern, was mich das letzte Mal so fest genägelt hat. Wenn man so einfach lädern kann, dann schießt das Blut in die Finger. Dann ist es nicht so das Problem, wenn man nägelt. Aber so am Anfang etwas Schwieriges zu machen, das ist nicht das Angenehmste. Ich bin gerade. Ja, Hauptsache, dass er etwas hat. Ja, ja. Er sollte schon etwas haben. Seil!
Das stimmt. Hallo? 5 Meter bis zum Stand. Da ein Seilzug, hä? Da oben. Was haben wohl die Erstbesteiger gedacht, als sie sich durch den brüchigen Riss hochquälten? Im Gegensatz zu Michael und Stefan wussten sie nicht, was ihnen der Weiterweg bringen würde. Sie hatten keine Bergsteiger mit moderner Ausrüstung dabei, die ihnen im Notfall hätten helfen können. Sie wussten einzig, dass ein Rückzug von nun an heikler wäre als der Weg auf den Gipfel. Welch göttlicher Quergang, soll einer der Erstbegier gesagt haben, als sie den brüchigen Riss hinter sich gelassen hatten und die Passage erblickten, die sich vor ihnen auftat. So entstand die Bezeichnung des Götterquergangs, jene Schlüsselpassage, die den Weg zum Gipfel eröffnete. Kommst du still? Gut, ja. Ja, Götterquergang ist jetzt natürlich auch unvergleichbar mit den normalen guten Verhältnissen. Das ist dann natürlich optimal. Jetzt ist der dort, wo man im Felsmuss klettern und mit relativ schlechter Absicherung, wo man keine Haken schlagen kann. Jetzt war im Moment Firn und hat man optimal in Firn queren. Das habe ich selber noch nie erlebt. Oder? Und von dem her war es noch umso schöner gewesen, weil man hat können die Luftigkeit von dieser Querung geniessen. Und das ist natürlich schon noch Stellen, wo sehr wahrscheinlich am imposantesten ist für die ganze Wand. Und auch für die Erstbegeher ist es irgendwie erstaunlich, dass sie die Linie so gewählt haben. So genial, die Türen sind. Hey, hey, hey. Ja, ja, immer wieder müssen sagen, was das eigentlich das für eine Qualsleistung war. Nicht nur zu klettern, sondern vielmehr auch die Wegsuche. Ich meine, den Mut zu haben, dort bei diesem Götterquergang überzuqueren, das ist sicher eine absolut geniale Leistung. Vor allem eine gute Vorbereitung. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Die haben die Wand so gut studiert, dass sie genau gewusst haben, schau, das ist eine Möglichkeit, dort rauszuqueren, dass wir in die Spinne reinkommen. Und genau so war es. Aus dem Götterquergang führt die Route in die berüchtigte Spinne, deren Arme bis unter die Gipfelzone reichen. Es hat ja auch in der Spinne nicht einfach nicht wegen nichts Schnee und Eis. Es ist ja ein flacher Teil. Und in diesem flachen Teil schiessen halt auch die Steine rein. Das war unser Plan, dass man wieder früh am Morgen dort ist, dass man eben dem kann aus dem Weg gehen. Bis zum Felsling noch nicht. Aber nachher ist es nicht schlecht.
Rutsch am Schirm. Der nicht, oder? Ich glaube, der ist nicht schlecht. Sicherheit ist die erste Priorität, oder? Und ich bin mir bewusst, ich habe am meisten Respekt von Eisklettern oder einfach von Eisfeldern. Und das ist eben bei uns optimal gegangen vom Verhältnis her. Und wenn's dickel hart wäre gewesen, dann wäre es sehr wahrscheinlich. Da bin ich der Meinung, dass ich auf die Grenze werde ich kommen. Leid doch Flügel, oder? Mensch. Chips. Schauen wir den. Die Verhältnisse sind gut, doch bei Michael löst sich eines der Steigeisen. Schau, was ist bei mir jetzt? Jetzt ist alles. Oh. Oh ja. Oh ja, schau jetzt da. Aber ich habe gemeint, das ist schon in der letzten ersten Loch, oder? Das ist schon richtig. Ja, aber es ist nicht mehr angezogen. Ja, das macht nichts. Das muss nicht an. Warum ist das so los geworden jetzt? Das begreife ich eben nicht. Sehr wahrscheinlich ist es hier seitlich. Mehr in Hitler. Nein, das ist mir auch verbogen, das sehe ich. Aber das ist super, weißt du, von mir. Das ist eigentlich genau richtig, am kleinsten Maß. Und trotzdem ist das jetzt so look. Da kann ich das nicht mehr anziehen, komischerweise. Nicht auszudenken, wenn dies den Erstbegehren der Wand passiert wäre, die an dieser Stelle ständig von Lawinen getroffen wurden. Nur dank des Selbstvertrauens Heckmeyers, seinem Instinkt und seines Könnens kamen die vier heil durch die Ausstiegsrisse. Diese bilden die letzte Hürde, bevor die Bergsteiger aus der Nordwand hinaus und über das Gipfeleisfeld auf den Gipfel kommen. So. Auch in den Ausstiegsrissen treffen Michael und Stefan auf ideale Verhältnisse. Das Wetter bleibt stabil, die Wand ist trocken. Wie nahe kamen sie überhaupt an die Leistung der Erstbegeher heran? Wir konnten es ein bisschen nachempfinden, das Feeling, ausrüstungsmässig. Ich glaube, das ist das, was wir am besten nachvollziehen können. Alles andere ist natürlich sehr schwierig. Wir haben gute Wetterberichte heute vorhersagen. Wir wissen, wie die Route durchgeht. Die Belastung ist natürlich nie mehr so gross als noch dazumal. Und es war sehr interessant, das probieren nachher zu fühlen, wie sie mit diesem Zeug klettern mussten. Aber die Belastung ist nicht zu vergleichen. Ich denke, das war eine schöne Erfahrung, dass man, wenn man eben den richtigen Zeitpunkt verrutscht, dass man eben auch mit nicht so perfektem Material, wie man heute immer das Gefühl hat, man müsse haben, kann so etwas machen. Ja, wenn ich leichter war, aber nicht nur ich, sondern alle waren froh, dass es so gut gegangen ist. Und dass man das auch irgendwie geniessen konnte. Weil wenn man das im letzten Zwick wieder durchziehen, das wäre eigentlich auch nicht optimal oder nicht schön. Oder so hat man das wirklich. Ich habe irgendwie gedacht, die lange Wartezeit hat sich gelohnt. »64 Jahre und 25 Tage nach den Erstbesteigern erreichen Stefan und Michael den Gipfel. Es ist nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Eiger Nordwand, das an diesem Tag zu Ende geht.« So!
Stempel, hey! Gratuliere! Ich hab gemeint, das ist top! Fensterplatz ist dort, wo die Schweiz am schönsten ist. Das mal für Sie entdeckt, die schönsten Plätze der Stadt St. Gallen. Ein Bauer, der seine Kühe jeden Tag mit Bier massiert. Und das vereinigt mit mir, mit Sven Epine, als Reiseleiter. Fensterplatz, jetzt auf SF1. Ganz simpel. Man probiert einen möglichst steilen Fels, möglichst schwer, nur mit Händen und Füßen am Fels zu haben, zu erklettern. Also, man braucht Seil und Haken, die sind rein nur zur Absicherung da. Mein Ziel ist, die ganze Wand zu klettern, bis zum Stand, bis zur Kette, ohne das Seil zu belasten. 25 Meter hoch ist die Felswand. Die Schlüsselstelle kommt erst kurz vor dem Ziel. Ah, der letzte Zug, das glaube ich nicht. Um 20 Uhr ein Termin im Bürgerbüro. Es war ein ganz normaler Tag. Es ist nichts passiert als die Sache mit dem Hund. Und dass mein Rendezvous mit der Verena so schief gegangen ist. Irgendwas wird klappt nie etwas in dem Bürgerbüro. 20.30 Uhr quer. Pünktlich im Taktfahrplan live vom Hauptbahnhof Zürich. Was ist es, was so viele Menschen an der Bahn fasziniert? Eine Frage, die ich euch im Querkopf stelle. Am leidenschaftlichen Bahnfahrer und Kabarettist Emil Steinberger. Und auch in der Arena um 22.20 Uhr. SBB total auf SF1, auch in der Arena. Immer wieder kratzen die Liberalisierer am Staatslack der SBB. Wie privat könnten unsere Bahnen eigentlich sein? Wir diskutieren auch über die Sicherheit in der Bahn, über unbediente Bahnhöfe und lausige Speiswege in der Arena. SF1 morgen Abend, 20 Uhr, Bürgerbüro, 20.30 Uhr quer und 22.20 Uhr die Arena. SF2 erinnert an Heinrich Gretler,
In Anlehnung an seine Studerfilme ermittelt er diesmal als Wachtmeister Müller in einem mysteriösen Jagdunfall. Die Spuren führen direkt ins Milieu. Die Gejagten um 20 Uhr. Kurz vor 11 der eiskalte Engel zu Ehren von Alain Delon. Was wollen Sie? Sie umbringen. Die tragische Einsamkeit eines Profikillers. Ich verliere niemals. Niemals wirklich. Meisterhaft dramatisch, der eiskalte Engel. SF2, morgen Abend. 20 Uhr, die Gejagten. 22.55 Uhr, der eiskalte Engel. SFDRS, morgen Abend. Wie abgemacht. Es gibt 6 Anzeichen von ungesundem Haar. Und einen Grund, warum ich keine davon habe. Den Pflegebalsam von Pantene Pro-V. Seine exklusive Pro-Vitamin-Formel bekämpft gezielt 6 Anzeichen. Haarbruch, Splissbildung, Glanzlosigkeit, Trockenheit, Widerspenstigkeit, Kraftlosigkeit. Für kräftiges, gesundes Haar. 6 Anzeichen, eine Antwort. Pantene Pro-V Pflegebalsam bekämpft 6 Anzeichen von ungesundem Haar. Über Geschmack kann man ja streiten. Aber Kinder haben jetzt mal ihren eigenen Geschmack. Zum Glück gibt es aber auch Sachen, wo wir uns einig sind. Kindermilchschnitte mit viel Milch, Honig und guten Zutaten. Die kleine Milchmahlzeit, ideal für zwischendurch. Kindermilchschnitte ist leicht und lang. Zu den schnellsten gehört auch eine Schweizerin. Die Spirit von Schultes. Schultes. Schnell, schonend, sparsam. Hawaii, das Paradies auf Erden. Südsee-Feeling unter Palmen und traumhafte Strände. Wenn der Magen knurrt, dann Mac Hawaii mit Chicken, Ananas und einer göttlichen Honig-Senf-Soße. Und dann ab an Beach Party. Übrigens, den Mac Hawaii gibt es nur am Freitag bei McDonald's. Heute auf SF1 bei Eschbacher. Wenn Artistengene das Zirkusblut in Wallung bringen. Rolf Knie und Sohn Gregory. Weiblich, stark und feuerfest. Die Winterthurer Feuerwehrfrau Marianne Schmid. Und Weinbauer Blaublüter und urige Saftwurzel. Das Bündner Urgestein Gian Battista von Czarna. Der Eschbacher Talk heute auf SF1. Die Besten der Besten. Am 4. Januar wird zum ersten Mal der Swiss Award vergeben. Eine Auszeichnung für außerordentliche Menschen und Persönlichkeiten. Für besondere Leistungen, Mut, Innovation, Kreativität. Und Sie können mitbestimmen, wer Schweizerin oder Schweizer des Jahres wird. Schicken Sie uns Ihren persönlichen Vorschlag mit einer kurzen Begründung, an wen Sie diesen Preis vergeben würden. Schweizer Fernsehen DRS, Swiss Award, Postfach 8099 Zürich. Und mit einem Millionenlos haben Sie die Chance, bei der Millionengala mit dabei zu sein und werden vielleicht sogar Millionär. Das TV-Ereignis des Jahres. Der Swiss Award am 4. Januar exklusiv auf SF1. Railway, der Freizeitanbieter der SBB. Nicht wegzappen, ihr seid hier genau richtig. Und zwar, ihr werdet nicht gekocht wie bei Aldente. Ihr müsst mich auch nicht suchen wie bei Egermönch und Kunz. Heute verrate ich euch von Anfang an, was hergeht. Herzlich willkommen zum Fensterplatz. Normalerweise steht hier der Bernhard Baumgartner. Er ist leider krank. Ich bin für ihn kurzfristig eingesprungen. Und die Redaktion hat sich gesagt, wir suchen jemanden, der ein bisschen typähnlich ist wie der Bernhard. Ein gemütlicher, ruhiger, älterer Herr. Und als erstes haben sie mir angerufen. Aber naja, am besten legen wir los. Das ist unsere Inhaltsübersicht. St. Gallen ist in Sachen